Hallo Dodos, willkommen, endlich, verdammte Mann ey, wir haben's endlich, die Sims 4 erstelle eine Sim-Demo, ist heute rausgekommen, jetzt werde ich erstmal die Optionen hier ein bisschen anders machen, dass man mich auch besser verstehen kann. So, nochmal, falls man dich verstanden hat, wir haben's endlich, die Sims 4 erstelle eine Sim-Demo, Mann ey, nach so langer Zeit, von ungefähr... Bei mir sind es mindestens 3 Monate, erwarte ich es jetzt schon sehnsüchtig und es ist heute endlich rausgekommen und ich freue mich so riesig. Ich habe vorhin schon vor dem Ladebildschirm gestanden, beziehungsweise bei dem Origin, wo der Ladebalken dann, und habe gesagt 45%, 50%, 99%, 100%, jawoll, es ist endlich da. Okay, genug geredet, wollen wir jetzt auch endlich mal starten. Yasin ist der Borf. Und ich bin sowas von erstaunt, wie geil flüssig das läuft. Okay, es ist auf dem 16-Bit, das heißt, es verbraucht nicht sehr viel. Im Gegensatz zu dem Sims 3, da hat das ja unheimlich viel Speicher gefressen. Ich wollte mal sowieso gucken, können wir die Grafikeinstellung vielleicht nochmal ein bisschen ändern? Grafik, Vollbild, bla bla bla, Ultra, sehr hoch, hoch, ja, alles super. Gut. Ne, nicht beenden, was wollte ich denn hier? So. Alles klar, ich hatte vor, zuerst mich zu erstellen. Das wird jetzt schon ein bisschen länger dauern, um einfach zu sehen, was hier für neuere Sachen hier alles ankommen. Also, auf jeden Fall bin ich ein Mann. Das ist genetisch so vorgesehen und das ist alles da, was da sein sollte. So, aber ich bin nicht so dunkel. Wo könnte man... Ja, müssen wir gleich ändern. Alles klar, warum... Achso, da können wir schon mal die Stimme. Skimbo Unabla. Ja, ich höre meine Stimme ja meistens anders, deswegen... Okay, so ist sie auf keinen Fall. Ja, so ist in Ordnung, alles klar. So, und du heißt natürlich... Natürlich sollte ich mich auch richtig schreiben. Richtig schreiben, danke. So, alles klar. Hier haben wir schon mal die ersten 3 Merkmale, die werden im Spiel, wird sich diese Leiste noch vervollständigen bzw. erweitern. Aber erstmal möchte ich schon mal hier was machen. Ich hätte gerne ein Bestrebenheit nach, sagen wir mal, Kreativität und dadurch musikalisches Genie. Das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Was bin ich denn? Ich bin auf keinen Fall aktiv. Genie, romantisch, selbstsicher, Spinner, Spinner wird schon eher passen. Oh, Bippetem Kebaya. What the fuck, was? Ach, ist das schön, ich freue mich schon. Natürlich habe ich mir schon ein paar Sims Cars Demos angeguckt und ihr wahrscheinlich auch. Aber ich finde es immer sehr schön und man kann es jetzt endlich mal selber, das ist ja schon was. Ja, das ist schon witzig. Dann Spinner lassen wir mal drin. Fröhlich. Ich guck mal, was haben wir denn noch so? Bücherwurmkunst, Musikliebhaber auf jeden Fall, sonst wird das ja nicht so wirklich passen. La, 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 la. Ja. Okay. Was haben wir denn noch so? Ja, eigentlich bin ich ja schon relativ faul. Was haben wir noch? Bro bin ich eher nicht. Gesellig eher eigentlich auch nicht. Ich bin ein ziemlicher Einzelgänger, wenn man das so sagen kann. Und mir geht's eigentlich ziemlich gut, wenn ich alleine bin. Gut, wie geht's jetzt weiter? Ich muss mir das alles mal angucken hier. Persönlichkeit. So. Klar, bei der Demo können wir jetzt auch keine Kleinkinder und Kinder und Erwachsene und ältere Leute können wir noch nicht machen. Gut. Ja, ich weiß, es gibt auch keine Toddlers mehr. Und auch keine Pools. Kann man sich so ein bisschen drüber aufregen? Finde ich jetzt allerdings persönlich nicht so schlimm, weil ihr hättet gesagt, wir wollen erstmal das Basisspiel gut machen. Nachher wird es wieder so ein Reinfall, wie es bei SimCity war. Und das war ja ein ziemlicher Reinfall. Was haben wir denn für Gänge? Ja. Hochnäsig. Ja, ich bin besser als ihr, ja? Ihr könnt mir gar nichts, ey. Ja. Ich habe keine schönen Hüfte. Aber wer kommt mir in die Nähe, da kriegt ihr erstmal auf den Maul. Ich bin voll toll. Ja, hallo, gehen. Ja, ja.
Gut, ich hätte aber lieber den selbstbewussten Gang, der ist schon in Ordnung. Der Standardgang. Der Standardgang, ja, finde ich ein bisschen langweilig eigentlich so. Hochnäsig muss ich sein. Na, Stolzer ist schon in Ordnung, dann lassen wir den mal. So. Wie konnte ich denn jetzt bitte. Ach ja, da, stimmt! Man kann ja nicht, man halt nicht mehr leisten. Man geht direkt auf die Körperteile drauf. So, Körper, die Hautfarbe machen wir mal ein bisschen. Das ist schon zu helfen. Ja, das ist in Ordnung. Tattoos habe ich keine. So. Ich bin ziemlich dürre. Wirklich sehr dürre. Ja, ja. Bisschen habe ich ja auch. So. Ja, das ist in Ordnung. Aber am liebsten würde ich dir gerne den Kopf ändern. So. Ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe mir da schon ein Bild von mir gemacht. Damit ich da schön drauf gucken kann. Ich habe nämlich keinen Spiegel neben mir stehen. Eigentlich schon, aber da will ich mich die ganze Zeit hinlehnen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo war das denn? Da. Okay. Machen wir mal. Nee, Nase wollte ich nicht. Oh mein Gott. Ja. Da würde ich aber gerne die Maus mal ein bisschen verschnellern, ob das einfacher dann geht. Nee, nicht wirklich, dann machen wir das mal wieder. So. Alles klar. Die Nase. Was habe ich für eine Nase? Das ist schon nah dran, aber der Nasenrücken müsste. So, aber. Die ist mir ein bisschen zu breit. Eine breite Nase habe ich auch nicht. Ich wollte nicht größer machen, wollte kleiner machen. So. Die Nasenlöcher könnte man aber, glaube ich, auch noch irgendwie. Ich finde es ja jetzt so schön, dass die Sims aufhören, sich dabei zu bewegen. Also höchstens nur die Augen hier. Aber wenn ich jetzt wieder ein bisschen zurückgehe, bewegt er sich wieder. Und wenn ich jetzt näher dran gehe, bleibt er stocksteif. Steif. Was? Ja, ich würde mal gerne so bleiben. So. Das ein bisschen vorziehen, so. Man kann das so schön detailliert machen jetzt, das finde ich sehr schön. Na, Kiefer habe ich ja schon eher, aber der müsste mehr reingehen. Ja. Ja. Gut. Huch. Na, ja stimmt, dünner Hals. Okay, mit der Steuerung muss ich erstmal ein bisschen hier klarkommen. So. Alles klar. Da kann man auch mal noch draufklicken. Mhm. Kann man noch näher dran. Ah, Doppelklick. Sehr schön. Komm mal ganz nah jetzt. Das sind die Wangenknochen so. Die sind ein bisschen. Braucht man das andere Bild von mir. So. Die sind ein bisschen voller bei mir, aber auch ein bisschen schmaler. Nee, Mundwinkel sind normal, aber. Wie kriege ich denn das nochmal kleiner? Ah. Das ist ein bisschen. Weiter kannst du nicht? Ne, da bist du schon rot, das Ganze dann wahrscheinlich. Dann hätte ich mal gerne andere Lippen. Was habt ihr denn hier schon so für Vorauswahl? Ein bisschen sehr schmulzig. Huch. Nee. Bisschen sehr breit und dick. Nee, nee, nee. Was denn mit denen? Na. Die sind mir ein bisschen zu weit vorne. Aber die Musik ist auch entspannt. Die ist entspannender als vorher. Bei Sims 3. Aber der Kopf ist mir noch ein bisschen zu klobig. Ich habe einen ziemlich schmalen Kopf eigentlich. Gesicht, Make-up, Hüte. Ja, komm, da kommen wir gleich alles später zu. Zusammenreißen hier ein bisschen. Ja, das sieht schon mehr nach mir aus, aber ich müsste die Nase noch ein bisschen ändern. Ja, ich höre ja auf. Was haben wir denn überhaupt für Nasen? Ja, könnte hinkommen. Das wohl eher, aber der Nasenrücken ist bei mir ein bisschen nicht so eingedrückt. Nee, 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 so. Nee, das ist eine hässliche Nase. Ich will eine normale Nase. Gib mich nur eine normale Nase. Ui. Ja. Ja. Aber die ist ein bisschen tiefer.
konnte ich denn den Nasenrücken? Da. So, ja, das kommt hin. Die Nasenspitze ein bisschen. So, und die würde ich auch gerne ein bisschen höher haben, wenn das geht. Bah. Nee, die sind schon eher so. Und von der Gesichtsform kommt so langsam hin. Die Augen sind ein bisschen breiter bei mir. Die Pupillen? Kann man die auch nochmal? Ach du Scheiße! Eher so. Kann man die Farbe auch? Muss ich später machen. Alles klar. So, ja. Ja, das kommt gut hin. Das kommt gut hin. So, die Augenbrauen, da hätte ich gerne andere. Mach mir mal bitte die Augenbrauen hier. Dankeschön. Ja, das geht. Ich habe eigentlich nicht so zu. Ja, die würden schon gehen. Die müssten nur ein bisschen länger. Und ein bisschen höher. Ja. Die Lippen gefallen mir aber noch nicht so. Diese Nasobialfalte ist mir ein bisschen zu spitz. Boah. So. Ja. Das ist bei mir schon ein bisschen mehr so, genau. Aber diese Spalte hier, die ist mir ein bisschen... Das sieht schrecklich aus. Ich bin hässlich. Ich weiß, ich bin hässlich. Das wird eher passen. Ja, das passt eher. Aber die Mundwinkel sind nicht so hoch bei mir. So. Wie sieht von der Seite aus? Jetzt muss das ein bisschen mehr nach rein. Jetzt habe ich die wieder höher gemacht, dass ich so einen Schmollmund habe. Ja gut. Das Kinn müsste... Ah! Nee. Ich hab nicht so ein komisches Kinn. Ach, das sind die ganzen... Achso, Gesichtsbehaarung ist das. Nee, Gesichtsbehaarung wollte ich nicht. Dann machen wir die erstmal aus. Ah, da das Kinn. Nein. Also ich habe nicht nur vor, mich zu machen, ich hatte auch noch vor, ein paar von meinem Bekanntenkreis noch dazu zu erstellen. Habt ihr vielleicht auch noch Wünsche, sage ich jetzt mal, was ihr haben möchtet? Sprich, total hässlichen, total dicken, total muskulösen, total dünnen, okay, total dünnen machen wir gerade. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt noch dazu. Also ich werde noch ein paar mehr Videos dazu natürlich auch noch machen hier. Und ich hätte jetzt mal gerne, dass das Ding hier so ein bisschen mehr reingeht. Ich hätte doch gerne normales Kinn, Mensch. Der sieht so scheiße aus. Das sieht irgendwie ziemlich kacke aus. Egal. Weiter geht's. Das noch mal ein bisschen schmaler. Nee, so ist besser. Die Wangenknochen sind bei mir ziemlich ausgeprägt. Gut, Ohren habe ich relativ kleine. Die liegen auch nicht so komisch an. Ja, das kommt hin. Huch. Nein, lass mich wieder zurück zu dem... Danke. Okay. Ja, das Kinn... Ah, das ist die Gesichtsform direkt. Alles klar. So, Haare. Was haben wir denn hier so schön? Jetzt einmal bin ich ein bisschen sehr hell. Sehr hell. Na, kann man die nicht noch optimieren? So wie es aussieht, bis jetzt noch nicht... Alles klar, dann lassen wir das erstmal so.
So strohblond bin ich nicht. Ich habe eigentlich so. Ah, das ist annehmbar. Wir können natürlich auch grüne Haare machen, ne? Oder grau. Meinetwegen auch pink. Aber pink wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Die sind alle relativ sehr hell. Also. Ne, das ist rot. Dann lassen wir das jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier so Schönes? Mal mit Schwerteschwänzchen dabei. Wieder dieser Entengürtel. Nee. Nee. Haben wir denn hier nichts Normales? Was. Ja, ja, das kommt. Das. Ja, das. Ja. Ja. Ja, das ist in Ordnung. So, die werden jetzt nochmal unterteilt. Das finde ich sehr schön. Du kannst auch noch zwischen lange Haare aufwählen. Ja, das ist. Mittel. Was ist denn mit dem? Oh, nee, nee, sorry. Tut mir leid. Nee, ba, wie, ba, da. So. Okay. Gesichtsbehaarung. Wo haben wir ihn denn? Nee, nee, da war das eigentlich schon ziemlich nah dran. Ne? Ja, sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Bärte. Was haben wir hier? Spitzbärte. Nein. Oder komplett ohne alles? Nee, das sieht ja so bubihaftig aus. Das möchte ich nicht. Wo war er denn jetzt? Hä? Gib mich mein Bart wieder. Danke. Hüte. Ja, da haben sie jetzt endlich mal die Ersteller dran gedacht, dass man die Hüte mit den Frisuren zusammenpacken kann. Mensch. Darauf haben wir lebenlang gewartet. Aber ich möchte keinen Hut tragen. Ich bin nicht so der Huttyp. Gut, mit Krempe. Nee, und Baseball muss auch nicht sein. Accessoires. Ja, viel ist ja nicht wirklich. Ab und zu trage ich eine Brille. Kann man auch nochmal hier auswählen. Die ist aber relativ. Ja, die kommt gut an meine Brille ran. Was ist denn mit der? Nee, die nicht. Dann ist es doch eher die. Ja, alles klar. Ohrringe, Brillen und Ketten. Trage ich alles nicht. Bis auf die Brille. Aber die trage ich auch nicht immer. Ah komm, lassen wir weg. Ich habe Kontaktlinsen. Make-up? Nein. Danke, nein. Muss ich sein. Okay, dann gehen wir mal in die Abendkleidung. Keine Ergebnisse, aber... Achso, ja, okay. Oh, ich bin wunderschön. Nee, danke. Haare lassen wir so. Ach, ich bin ja dumm. Zack. Gib mich normale Kleidung. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Nee, Schals trage ich nicht. Hemden auch sehr selten, dass ich mal ein Hemd trage. Das war schon nicht schlecht. Nein. Würde ich gerne tragen, habe ich nicht. Trage ich auch sehr selten. Sehr selten. Gar nicht. Ah, so ein Pullover. Was haben wir denn noch so schön? Das ist ja cool. Haben wir das noch in anderen Farben hier? Ah, so scheiße, mit anderen Motiven noch dazu. Das ist ja. Was ist das denn? Haben wir zwei Wölfen? Geil. Ah, schön, dass das so flüssig läuft. Ich finde das geil. Ja, dann hätte ich gerne den Pullover. Aber den Pullover, da haben wir ja noch ein paar andere. Obwohl mir das schon relativ gut gefällt. Das können wir mal so lassen. Hier kann man nochmal unterteilen zwischen allen möglichen. Da haben wir direkte Kombinationen. Nee, das. Nee, muss nicht sein. Zurück. Okay, auf jeden Fall eine andere Hose. Die trage ich im Leben nicht. Na, lass mich bitte wieder. So, ja. Ich trage eigentlich Hosen, die das so verschleiern, dass ich so dünn bin. Achso, das ist die, die wir vorhin hatten. Ja, Jogginghose, klar. Die verschleiert gut. Vor allem, warum ist das so muskeldefiniert hier?
Warum habe ich so viele Muskeln da, hallo? Geht ja mal gar nicht. Mach mal Muskeln wieder weg hier. Wabo. Sampa. Ach so, okay. Weil man so dünn ist, dann machen wir mich mal ein bisschen dicker. Machen wir mal so, machen aber den Rest relativ dünn. So, dass man die Muskeln nicht so allzu sehr sieht. Aber ist ja eigentlich auch egal, weil wir eine lange Hose tragen. Ich trage immer lange Hosen. Immer. Kein Arsch in der Hose. Ja, mit sowas würde ich mich raustrauen, mit so Cargo-Hosen. Aber gibt es ja auch noch in anderer Farbe, vielleicht blau oder so? Obwohl braun auch eigentlich in Ordnung ist. Beige finde ich eine schreckliche Farbe. Beige ist die schrecklichste Farbe, die man sich aussuchen kann. So, andere Schuhe. So sportschuhmäßig sowas hier. Ja. Dann machen wir das aber erstmal hier wieder ein bisschen normaler. Ja. Ich habe eigentlich relativ schmale Schultern leider auch. Ich mache auch keinen Sport oder sonst irgendwas. Ja, ich bin dünn, ich weiß. Das sieht so schrecklich aus. Hier voll die kurz dünnen Arme und hat so riesen Patsche hinter da, ey. Ich sehe aus wie ein Alien. Machen wir mal die Hüfte ein bisschen. Ja, genau. So, die Beine können ein bisschen... Ja. Ja, so. Schuhe kommen... Oh. Ja, ich habe Riesenlatschen. Ja. Schuhgröße 48. Da kann man die Brust noch mal ein bisschen anheben. Wow, wow, wow. Dann machen wir die mal. Ja, ich. Ja, so ist in Ordnung. Hier haben wir noch mal die Schultern. Machen wir hier noch mal ein bisschen dünner und hier auf jeden Fall ein bisschen dünner. Ja. Okay. Haben wir noch andere Farbe für die Schuhe? Ja, mit dem würde ich rausgehen. Mit dem würde ich rausgehen. Gut. So gehe ich nochmal raus. Abendkleidung. Was haben wir denn da für Kombinationen? Haben wir noch gar keine. Gut, die kommen wahrscheinlich erst, wenn wir fertig sind. Vorgefertigte Looks. Oh. Schick. Schick. Was haben wir denn noch? Mit Scherem, Charme und Fliege. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das war doch eigentlich anders. Wie sieht das denn aus? Ah, nee, Fliege ist scheiße. Fliege ist sehr scheiße. Dann gucken wir mal hier nochmal bei den Tops. T-Shirts, Sweatshirts mit Knöpfe. Da, Anzugjacken. Alles klar. Kann man die nochmal ein bisschen verändern? Das ist sehr schön. Gibt's auch was nur mit Weste? Huch, nein, lass mich da drinnen. Danke. Pullover, T-Shirts, Jacken, gibt's gar nichts. Pullover, da mit Knöpfe. Ja. Ich bin nicht so der Ausgehtyp. Deswegen weiß ich da nicht so wirklich was von. Gut, über Geschmäcker lässt sich streiten. Sieht aus, ich hätte Titten. Jetzt erst recht. Ah, besser. So, und da andere Hose. Nee, Hose nicht entfernen, Hose hinzufügen. Obwohl die eigentlich schon in Ordnung ist. Ja. Schuhe. Da gibst du die. Ich hab so große Drähte, what the shit, ey. Gut, aber da können wir jetzt mal gucken. Armbänder. Eine schöne Uhr. Möglicherweise so. Ich will auf die Uhr scrollen. Schade. Gut, das geht nicht mehr. Ringe brauche ich nicht und Socke gibt's eh nicht. Alles klar. Sportbekleidung. Könnten wir theoretisch eigentlich schon direkt so lassen. Da ich ja sowieso keinen Sport treibe, ist mir das eigentlich relativ egal, wie ich aussehe. Ja komm, das können wir mal so lassen. So, Schlabberzüge. Was ist das denn bitte für du? Sieht aus, als hätte ich mich eingeschissen. So, ich hätte mal gern ein T-Shirt.
Ja, die aber alles von diesen geil. Das ist das, was wir für die Portbekleidung haben. Mit roten Köpfen mag ich nicht. Machen wir trist. Trist und einfach. So. Aber bitte eine andere Hose. Das ist ja schrecklich. Wie, das ist alles? Das sind alle? Bis jetzt? Oh Gott, ich hab Pantoffel an. Aber da sehe ich so eingeschissen mit aus. Die will ich nicht. Mach die weg. Ja, okay. Müssen wir erstmal so lange damit warten. Was ist denn damit? Das ist okay. Da sehe ich nicht wie eingeschissen aus. Mann, ey. Mit Häschen. Oh, wie hübsch Häschen-Schüchen. Ich trage keine Pantoffeln, wenn ich schlafe. Ach du Scheiße. Ich sehe aus wie ein Hobbit. Ich hab Hobbit-Füße. Oh Gott, nein. Ach du Scheiße. Gibt's halt dafür wenigstens... Oh nee. Egal, alles klar. Ausgekleidet. Bitte, bitte erstmal. Was haben wir denn bei den Vorgefertigten? VIP-Outfit. Nicht übel. Was haben wir noch? Beeindruckender Eindruck? Nee, das gefällt mir nicht so. Danke, aber nein, danke. Wie sieht das denn? Das wird schon eher passen, aber mir gefällt die Hose nicht so wirklich. Also das VIP-Outfit war schon nicht schlecht, obwohl ich da gerne einmal bitte das Dingens auswechseln würde. Ja, so ist in Ordnung. Kommen wir nochmal ein paar Accessoires hier. Oho. Scheint mir auszusehen wie ein Lederarmband. Ist in Ordnung. So, Socken ist egal. So. Ja, Mensch. Dann speichern wir die direkt mal ab hier. Otododo. Alles klar. Gut. Das teilen wir da erstmal direkt. Muss erst hochgeladen werden. Alles klar. Du bist bla 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 und du kannst auch Kommentare bla 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 und posten und wunderbar und müssen die Nutzungsbedingungen entsprechen. Alles klar, finde ich gut und ja, ne? So, dann einmal bei Facebook, dass ihr Leute das auch direkt sehen könnt. Nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Das mache ich irgendwann anders. Gut. Haus in meiner Bibliothek speichern. So, da können wir auf die Bibliothek auch direkt zugreifen, beziehungsweise auf die Galerie. Und guckt euch das an, wie viele hier schon was gemacht haben. Wenn wir hier auf die Community gehen... Alter, ist das schnell geladen. Hallo? Hör mal. Ey, das hatte ich ja noch nie. Seit wann ist mein Internet so schnell? Boah. Aber könnt ihr mal sehen, Katy Perry wurde gemacht und Fatclops und Roommates und Rihanna. Also man kann hier schon viele Leute erstellen. Also auch to Roomies, the Bros. Ne, Omega Bros? Könnt euch auch, ne? Wenn ihr wollt. Müsst ihr mir nur schreiben. Ja. Gut. Das war dann dieses schon mal. Also finde ich sehr schön gemacht. Also ich freue mich. Dann sind wir nämlich hier fertig mit. Oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich könnte mal aufs Gesicht gehen, nochmal gehen. Also zum Gesicht. Man kann hier... Ach ja, die Augenfarbe. Stimmt, die Augenfarbe. Da war ja noch was. Wie kann ich denn die Augenfarbe ändern? Da. Ich hab blau. Oh mein Gott, ist das hellblau. Nee, ich habe ja schon eigentlich relativ... Das ist in Ordnung. Das Blau ist okay. Das sticht nicht so. Ja. Ja. Kommt schon gut hin. Klar habe ich eine etwas andere Frisur und auch nicht so den geilen Style. Aber vom Gesicht her passt das schon ziemlich gut. Wo mir die Nasenlöcher noch ein bisschen zu groß sind. So, so ist viel besser. Kann man das jetzt nochmal extra speichern? Überschreiben bitte, ja.
sehr gut. Na, hallo. Ja. Wie gesagt, ihr könnt es dann nochmal gerne alle Berichte. Ja, okay. In die Kommentare schreiben, wen ihr vielleicht noch sehen wollt. Ich werde noch einige andere aus meinem Bekanntenkreis, wie gesagt, noch erstellen. Dafür fehlen mir noch einige Bilder, weil so aus dem Gedächtnis ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, was kann man denn noch? Man kann noch ein Sim hinzufügen und Genetikexperimente. Was haben wir denn da für Schönes? Aha, du bist dann also meine Schwester sozusagen. Gott, hab ich eine schreckliche Schwester. Was haben wir denn noch so? Ah. Oh. Ich bin schon ein hässlicher Zeitgenosse. Das wäre die Schwester. Okay. Was wäre denn, wenn wir Zwilling machen? Wie sieht der als Mende aus? Ja. 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 Hm, alles klar. Gut, dann beende ich erstmal diese Folge. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch sehen wollt. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen austoben. Das werde ich aber auch gleich noch aufnehmen, keine Sorge. Und ich sag mal dann bis zur nächsten Folge. Ciao! Hallo Dodos, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erstelle ein Sim in The Sims 4. So, ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen uns jetzt einen muskelverpackten Rambo. Der aber gleichzeitig auch mein Zwillingsbruder werden soll. Oh Gott. Oh mein Gott, nein! Oh nee! bitte was anderes, dass man damit arbeiten kann. Aber ich hätte... Nee, weißt du was? Bruder Zwilling. So, oh. Er soll nicht Zwilling sein, dann lass mal meinen Bruder, aber kein Zwilling. Okay, wenn wir an denen ein bisschen arbeiten, könnte er vielleicht schon ein bisschen gut aussehen. Alles klar, dich nehmen wir. Ja, wie nennen wir dich denn? Henry. Ja. Henry ist gut. Alles klar, so. Ah, Fenaya. Oh, Zatorg. Fanship Stellaney. Beziehung bearbeiten, Bruder, alles klar. Was haben wir denn hier? Dann machen wir bei dem mal sowieso einen stolzen Gang. Kann er sich erlauben. Aber nehmen wir die Riesenlatschen, die müssen wir auch gleich ändern. So. Beliebtheit. Ne, sportlich. Sportlich, dann soll es auch passen. So, Bodybuilder. Dieser Sim möchte trainieren, um so stark wie möglich zu werden. Gut. Alles klar. Merkmale. Entschuldigung. Bro. Hoho! John Cena. Yeah. Emotional ist er sehr aktiv. Sonst passt das natürlich auch wieder nicht. So, als Hobby. Das ist ein Geek. Das ist geil. Das behalten wir mal. Das ist geil. Gut. Alles klar. Arbeiten wir mal an dir. Direkter Muskelmann. Ja. Machen wir dich mal ein bisschen... Nee, das ist schon zu dick. So. Nee, das ist schon ein bisschen zu dick. So ist gut. Alles klar. Dann arbeiten wir noch mal ein bisschen hier.